allen, die an dieser tollen Aktion beteiligt waren. Wir haben jetzt die Chance, dass diese Aktion ihre Fortsetzung findet. Es ist heute schon angeflogen, dass in vielen Teilen der Republik jetzt mit diesen symbolhaften Vernichtungen der Bomben gearbeitet werden kann. Und wo ist der Nikolaus? Wie kommen wir jetzt daran, wenn Menschen Interesse haben? Woran? Mit diesen Bomben zu arbeiten. Ja, bei der IPPNW, die können Sie an mich weiterleiten. IPPNW wo? In Berlin. In Berlin, also bei der Hauptstelle vom IPPNW in Berlin, kriegt ihr mehr Informationen. Man kann sie ausleihen oder erwerben. Wie man mit den Bomben weiter in Abrüstung gehen kann. Das ist auch vorgesehen, das Ganze nochmal vom Bundestag zu wiederholen oder vom Kanzlerinnenamt, weil da genug Platz ist, um ein Ballett aufzuführen. So, bevor ich noch einen Reisesegen euch mit auf den Weg geben will, möchte ich ein paar kleine technische Ansagen noch machen. An allererster Stelle herzlichen Dank allen, die sich an diesem Tag beteiligt haben. Einen herzlichen Dank. Herzlichen Dank an die Technik, die trotz technischer mangelnder Informationen von mir alles auf die Reihe gebracht haben. Dank auch der Anne Klaassen, die immer gern im Hintergrund bleibt, aber die für die Getränkeversorgung hier gesorgt hat und Kaffee gekocht hat. Danke auch an das Rote Kreuz, die uns heute hier zur Seite stand, und ich hoffe, es ist eigentlich nicht gebraucht worden, aber aus Sicherheitsgründen ist das Rote Kreuz hier gewesen, und dafür auch herzlichen Dank. Dank nochmal an unsere weitgereiste Musikgruppe und Dank auch an Nicole, die hier aus der Region kommt, für die gemeinsame musikalische Gestaltung dieses Tages. Ich habe heute Morgen in meiner Begrüßung eine kleine Anekdote von unserem Enkel erzählt. Und die würde ich gerne an der Stelle fortsetzen, dass das ein Auftrag ist. Er hat ja gesagt, er gibt euch. Ihr seid in der Minderheit oder wir sind in der Mehrheit. Und diese Mehrheit, die gilt es zu entwickeln. Diese Mehrheit, die in unserem Land und europaweit und weltweit Nein sagt. Nein zu diesem Wahnsinns-Abschreckungssystem, was mit den Atomwaffen in Verbindung steht. Und ich würde ihm gerne erzählen, dass A, im nächsten Jahr hier wiederum ein Treffen ist, aber dass B, ihr alle diese Nachricht mit an eure Orte nehmt und in euren Orten aktive Gruppen bildet. Aktive Gruppen, die in den verschiedensten Formen des Widerstandes wirklich deutlich machen, dass wir unsere Politiker auf die Füße treten, dass sie tätig werden zur Abrüstung. Und last not least, ein Dank an die Polizei und an die Kreisverwaltung, denn die Zusammenarbeit, die sich hier für diesen Tag von meiner Seite ergeben hat und von Ihrer auch, war hervorragend. Und nun meine letzte Bitte an euch, Menschen, die noch hier bleiben können, aus dem Camp oder auch die, die erst später wegfahren müssen, bitte ich mitzuhelfen. Wir haben hier die Tische und die Bänke stehen, die müssen alle zusammengeklappt werden und auf große Paletten einsortiert werden. Da sind ein paar Menschen, die dabei behilflich sind, aber desto mehr Hände
und Füße wir haben, desto schneller geht's. Dann bleibt das nicht nur an 5 oder 6 Leuten hängen. Also die, die noch bleiben können, bitte mit hier die Wiese aufräumen, die Tische und Bänke zusammenklappen und auf Paletten verladen. Und ich komme zum Schluss. Ich möchte mit einem alten jüdischen Reisegebet diese Veranstaltung schließen und bitte euch dafür aufzustehen. Und als letzten Akt, denke ich, sollten wir nochmal We Shall Overcome singen. Allmächtige, möge es dein Wille sein, uns in Frieden zu leiten, unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu richten und uns wohlbehalten zum Ziel unserer Reise zu führen. Behüte uns vor aller Gefahr, die uns auf dem Weg bedroht. Bewahre uns vor Unfall und vor Unglück, das über die Welt Unruhe bringt. Segne die Arbeit unserer Hände. Lass uns Gnade und Barmherzigkeit vor deinen Augen finden. Verständnis und Freundlichkeit bei allen, die uns begegnen. Höre auf die Stimme unseres Gebetes. Gepriesen seist du, o Gott, der unsere Gebete erhöht. Amen. Hier zu bleiben, sind herzlich eingeladen, auch noch weiter hier mit zu singen.
mit Nicole und ich weiß nicht, wie weit ihr noch da bleibt, ein bisschen. Also, wer noch Lust hat, kommt ein bisschen näher an die Bühne und kann noch weiter hier dem Gesang frönen. Sehr gerne. Wir hätten vielleicht noch Lady und Blätter, Burida, Wäre das in Ordnung? Jetzt da voran. Jetzt ein bisschen rüber. Thank you.
Es ist so,
Wir haben einen kleinen Chor zusammengestellt, der wird immer den Refrain singen. Und jeder, der mitsingen will, kann gerne diesen Refrain mitsingen. Es ist nur ein Satz, der wird immer, immer, immer wiederholt. Ein bisschen variiert am Schluss mit den Tonhöhen, aber das kriegt jeder hin. Und ich singe da noch ein bisschen was drüber. Lass euch nicht rausbringen, es kann, macht nichts. Ja? Wir üben jetzt mal dreimal hintereinander einfach nur den Refrain und jeder darf mitsingen und danach machen was mehrstimmig. Thank you.